warum auch nicht? Da fällt mir ein, ich hab ja noch von meinen Eltern mal so eine Saturnkarte geschenkt bekommen. Ich glaube, ich sollte demnächst mal nach Saturn fahren und schauen, ob ich da nicht ein schönes Headset finde. So, der Kampf ist vorbei, ich habe mich geheilt, also kann ich wieder weiterrennen, um neue Gegner zu suchen. Da tauchen sie auch endlich auf. Oh nein, zwei Pixies. Dann versuche ich es mal mit einer leicht anderen Taktik und erhöhe erstmal meine Verteidigung, damit sie mir nicht allzu viel Schaden machen, weil es ja diesmal immerhin zwei sind. Und ich versuche immer, was heißt immer noch, dadurch, dass es jetzt zwei sind, versuche ich sie einfach mal mit der Lawine zu treffen. Wenn da ja immer die Möglichkeit besteht, dass ich beide gleichzeitig treffen kann. Was zwar nicht so ganz geklappt hat, aber immerhin einer ist schon mal weg. Yeah! Bleibt mir nur noch dieser eine Pixie da übrig. Den ich irgendwie so gut wie gar nicht treffe. Verdammt! Und das Pixie trifft mich besser als ich ihn oder sie. Naja, Pixie. Da würde ich immer von weiblich ausgehen, glaube ich. Wegen der I-Endung. So. Trixie, Melanie, Stephanie. Das sind auch alles I-Endungen. Und die sind halt alle weiblich. Ob die Monster hier wirklich eine Spezifikation haben zwischen menschlich, vor allem menschlich, zwischen männlich und weiblich, das weiß ich natürlich gerade nicht. Ich glaube, das findet man auch im Internet nicht. Oder wenn, dann habe ich es zumindest noch nicht gefunden. Und in dem Booklet der Anleitung stand da, glaube ich, auch nichts drin. Naja, Pixie ist endlich weg und ich kann mich heilen und weiterlaufen. Und immer wenn ich hier oben bin, denke ich, war jetzt noch was? Einen Geist habe ich da weggeholt. Okay. Und in die Mitte treten möchte ich noch nicht. Dafür fühle ich mich eigentlich zu schwach. Das denke ich mir zumindest. Deswegen frage ich mich aber gerade doch mal tatsächlich, wann, wie viel Gegner? Also ich weiß, ich muss zu meiner Schande gestehen, die Aufnahme liegt halt doch sehr zurück. In Wirklichkeit habe ich sie nämlich gemacht, als ich das war quasi mein Hintergrundprojekt, von dem ihr halt noch nichts erfahren hattet, zu Monkey Island. Und ja, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, seitdem ich da das nicht mehr gespielt habe, wann ich ja erstmal wieder zu der Stelle hinspielen muss. Was auch so schön unten im Video drunter stand, weil ich ja erst einmal den PC einschicken musste, weil ja das USB-3-Laufwerk nicht funktioniert hat. Warum die von der Werkstatt dann unbedingt das Betriebssystem neu draufziehen müssen. Naja, ich habe auch versucht, die Save-Datei von Monkey Island abzuspeichern.
hab nur nicht gewusst, dass sie das in einem anderen Ordner macht. Also was heißt in einem anderen Ordner? Also ja, schon. Irgendwie nicht in dem Spieldatei-Ordner, sondern in dem Programmordner wurde die Save-Datei abgespeichert. Und dadurch habe ich mir diesen Ordner natürlich nicht kopiert, weil ich nicht dachte, dass da was Wichtiges drin ist. Und hatte dann das erste Mal den Salat. Ah, ich versuche jetzt mit dem Felsen gegen Pixie. Mal schauen, wie gut das aushält. Da bin ich doch... Nee, bin ich gar nicht. Cool. Ich dachte, ich wäre zu nah gewesen, meine Pixie. Nun ja. Computer eingeschickt, Computer zurückbekommen. USB-3-Laufwerk funktioniert jetzt endlich. Yeah! Dafür haben die mir meinen Datenhafen zerkratzt. Ist ja auch so logisch, dass man die Folie, die da drüber ab ist, abmachen muss. Weil die ja auch keine einzige Schnittstelle überlappt. Deswegen muss man sie ja abmachen, um zu testen, ob die USB-3-Schnittstelle auch jetzt funktioniert. Frage ich mich sowieso, was sie damit gemacht haben, dass die so zerkratzt ist. Ende vom Spiel. Ich hätte mir ein, was waren das, 20 Euro Internetgutschein holen können, also zuschicken lassen können, der dann allerdings erst greift, wenn ich etwas ab 200 Euro kaufe. Ja. Ich habe mir dann gedacht, etwas über 200 Euro, das dürfte dann höchstwahrscheinlich nur ein neuer PC sein. Mein PC ist mittlerweile etwas über ein Jahr alt. Ich glaube, so schnell hole ich mir noch keinen neuen, wenn ich bedenke, dass ich mir meinen alten PC vor 6 Jahren angeschafft habe. Ich glaube, den behalte ich jetzt auch erstmal noch ein bisschen. Dementsprechend wäre der Coupon bestimmt wieder abgelaufen nach einem halben Jahr oder so. Dass ich ihn eh nicht mehr hätten nutzen können. Und ich habe noch gar nicht nachgeguckt, wie teuer so ein Datenhafen übrigens ist, weil ich glaube schon, dass der günstiger als 20 Euro ist. Naja. Dann hatte ich es endlich geschafft. Und ich war schon ein ganzes Stück weiter, ich war schon wieder in Kapitel 4, habe ich mich vorgekämpft bei Monkey Island. Was passiert dann? Dann kriege ich hier auf einmal eine Warnung auf meinem Monitor. Was stand da nochmal so genau drauf? So nach dem Motto, hier ist die Kripo, wir haben, Internetpornografie, Internetpornografie ist auch gut. Wir haben Kinderpornografie auf ihrem Rechner entdeckt. Zahlen sie jetzt über irgendein komisches Internetzahlungssystem 100 Euro. Und dann schalten wir ihren PC innerhalb von 1 bis 14 Tagen wieder frei. Natürlich geschaut im Internet, also erstmal. Wenn die Kripo sowas vermutet, wirst du nie auf deinem Monitor eine Nachricht von denen kriegen. Hallo, hier ist die Kripo, du bist aufgeflogen. Wenn dich dafür die Kripo überhaupt kümmert. Wenn du wirklich in so einem Verdacht stehst, dann würde ich mal sagen, stehen die einfach vor der Tür und nehmen deinen Computer mit. Schon mal das erste Anzeichen. Dann natürlich die üblichen Rechtschreibfehler, die man gerne in so gefälschten Sachen sieht. Hab dann natürlich nachgelesen, der kam wohl auch in den Nachrichten, habe ich dann gelesen, was ich nie mitbekommen habe, da ich irgendwie keine Nachrichten mehr gucke.